Hallo zusammen und willkommen zu einem Dev-Blog von New World, den ich euch jetzt vorlesen möchte. Also ich habe es mit Google Translate übersetzt, das heißt, es könnte zwischendurch ein bisschen hakelig sein. Plan für dieses Video ist halt, das einmal durchzugehen, vorzulesen und natürlich auch zu kommentieren, da ich mit einer derjenigen bin auf unserem Server, die am meisten Kriegserfahrung haben, weil ich halt eine eigene Kompanie leite, auch von PvPlern. Habe ich dann einen sehr guten Einblick, weil leider ist das ein verschlossener Bereich von dem Spiel, weil man muss mindestens Level 60 sein, man muss im Discord aktiv sein und, sonst kommt man gar nicht erst rein. Zu 90% der Fällen. Aber ich kam halt jedes Mal rein, deswegen habe ich da relativ viel Erfahrung. Also, fangen wir an, gucken, wie viele Holpersteine drin sind, dank Translate. Hallo, Abenteurer und Eroberer. Das fängt schon mal gut an. Heute wollte ich ein Update zu Gesundheit, Status und Vision von PvP, Krieg und dem Metaspiel zur Gebietskontrolle bereitstellen. Bevor wir eintauchen, möchte ich mich für alle Probleme entschuldigen. Ja, hoffentlich, das sind ein paar. Die wir bisher in War gesehen haben, also im Krieg gesehen haben. Und danke für eure Geduld, während wir daran arbeiten, sie zu lösen. Ich weiß, dass es im Krieg einige ernsthafte Verzögerungsprobleme, also Lag, und eine Reihe von Exploits, einschließlich der Unverwundbarkeitsexploits, gab, die ihre Erfahrung beeinträchtigt haben. Ja, das ist milde ausgedrückt, wobei ich jetzt den Hatchet-Bug und Great Axe-Bug und Ice Gauntlet-Bug als schlimmer empfinde als das, aber vielleicht kommt er noch darauf zu. Wir haben eine erste Reihe von Änderungen vorgenommen, um einige der Probleme zu beheben, und arbeiten an einigen Änderungen mit größeren Auswirkungen, die weitere Tests erfordern. Also ja, das muss man ihnen zugutehalten. Sie haben auf jeden Fall das mit dem Lag reduziert. Natürlich, wenn man jetzt in der Moshpit drin steht an einem Punkt und der soll übernommen werden, dann ist es immer noch laggy. Aber es geht langsam besser. Gerade wenn man halt nicht absichtlich in den Punkt rein rusht. Was man eh heutzutage nicht mehr sollte. Also vorher sind einfach alle zu dem Punkt raufgelaufen und haben 50 Heilkreise gesteckt und dann, ja, gegenseitig die Köpfe eingeschlagen und nichts passiert. Aber jetzt stacken die Heilkreise nicht mehr, also wird nicht so sehr der Punkt gepusht, sondern außenrum gekämpft eher. Und dann reingepusht, wenn es halt eng wird. Aber gut. Genau. Es hat für das Team oberste Priorität, den Krieg in einen stabilen, leistungsfähigen Zustand zu bringen, in dem die Fähigkeiten und die Koordination des besten Teams das Ergebnis bestimmen. Und halt nicht, wer Meta fährt und ähnliches. Beginnen wir damit, unsere Vision auf hoher Ebene zu wiederholen. Wir wollen ein Spiel erschaffen, in dem PvE und PvP nicht nur nebeneinander existieren, sondern sich gegenseitig unterstützen. Wir wollen auch Krieg statt Ganks. Also, dass es wirklich taktisch ist und nicht einfach der mit den meisten Leuten gewinnt. Das heißt, wir wollen sinnvolles PvP im Krieg und den Open-World-Konflikt zwischen den drei Fraktionen unterstützen. Open-World-PvP. Wir sind der Meinung, dass Open-World-PvP in Ordnung ist, aber noch Verbesserungspotenzial hat. Also ja, das muss ich bestätigen. Wir hatten heute einen Krieg erstmal, also das ist halt nicht Open World PvP, aber nach Kriegen ist halt so eine kritische Masse an PvP-interessierten Leuten da, dass man meist noch was anderes macht. Also wir haben es aber in Lichtholz geflippt und Brackwasser, glaube ich, und in Lichtholz dann auch gleich Krieg erklärt. Und da sind dann 80 Mann von uns PvP-Missionen gelaufen, um halt das Gebiet flippen zu können. Und zwei Trupps von meiner Kompanie haben währenddessen das Fort angegriffen. Normalerweise will man das Fort halten, um mehr Punkte zu bekommen. Aber bei uns war halt der Plan, wir konnten das nicht wirklich gut halten, weil halt so viele Gelbe und Grüne da waren. Wir haben sie also einfach nur abgelenkt. Das heißt, wir sind da wieder und wieder gestorben und haben einfach nur ganz viele von denen aufgehalten, während der ganze restliche Trupp, also die 80 Mann, einfach nur PvP-Mission gelaufen sind. Und dann haben sich die im Fort irgendwann gewundert, warum denn jetzt plötzlich alle weggehen, weil wir das Gebiet schon geflippt hatten. Oh ja, also Open World PvP ist momentan ist okay. Also Meta ist natürlich doof, aber es ist okay. Die Belohnungen für das Flagging während des Levelaufstiegs sind gut. Der 10% Ex-Bonus macht einen Unterschied. Ja, habe ich auch gemerkt am Anfang. Man muss halt, also gerade jetzt, wo nicht mehr so viele Neulinge rumlaufen, geht es. Aber am Anfang war es ein bisschen tricky, weil man eher erschlagen wurde. Und ich denke mal, auch ein 60er, der jetzt irgendwie ein Level 15er sieht, haut vielleicht auch mal drauf, was nicht nett ist, aber ja. Und die Belohnungen für PvP-Kills sind sinnvoll. Am Ende des Spiels, also damit ist High-End-Bereich gemeint, also wenn man 60 ist und dergleichen, sind die Belohnungen für das Flagging jedoch nicht gut. Richtig, absolut nicht gut. Es gibt zwei kurzfristige Änderungen, die helfen sollen. Die erste ist, dass wir das Glück der Spieler erhöhen werden. Yes! Das ist super. Weil, wie der schon stand, ich habe keinen wirklichen Grund, mich zu flaggen, außer ich habe Bock auf PvP. Und Small-Scale-PvP bzw. Duelle ist in meinen Augen Zeitverschwendung. Also, es gibt im Spiel momentan noch so verdammt viel zu tun und ich bin einer mit derjenigen, die am meisten spielen. Und ich habe trotzdem noch lange nicht die Ziele erreicht, die ich gerne hätte. Da habe ich nicht die Muße, irgendwelche Duelle zu machen. Manche Leute mögen das natürlich, das ist okay, aber ich try hard da noch zu viel.
Aber jetzt, wenn das Glück erhöht wird, dann sind die Kistenruns interessanter, dann sind Mining-Spots abfarmen interessanter. Und man muss dann halt auch aufpassen und sich mit anderen Leuten drum prügeln und so. Also das ist ein sehr interessantes Feature. Man muss es nicht, aber es hilft halt ein bisschen. Genau, zum Glück wird erhöht, wenn sie markiert werden, also PvP-Flaggen. Dies sollte ein wichtiger und dauerhafter Vorteil für das Flagging sein. Zweitens werden wir den Haltbarkeitsschaden an Ausrüstung reduzieren, wenn sie markiert wird. Dies wird das Risiko von Flaggen etwas verringern. Ja, stimmt. Also wie gesagt, bei dem Beispiel eben gerade, wo wir das Fort einfach nur immer wieder geigelt haben und gestorben sind und dergleichen, um die da aufzuhalten und abzulenken, da sind wir halt sehr oft gestorben. Und das hat dann mal eben 900 Gold in Rep-Kosten gekostet. Und das ist heftig. Sowas sollte im PvP eigentlich nicht der Fall sein. Also hier wollen sie das dann halt, den Schaden reduzieren. Das heißt, man kriegt immer noch Schaden auf der Ausrüstung, aber hoffentlich wirklich einen Bruchteil, also 10% oder so, weil sonst, ne? 1000 Gold ist halt eine Menge. Das sind 4 Outpost Rush oder so. Insbesondere bei den Reparaturkosten für Ausrüstungsgegenstände im Endspiel, also High-End-Bereich. Gut. Mittelfristig werden wir auch Belohnungen für PvP-Kills auf 60 anpassen, damit sie High-Watermark des Spielers weiter verbessern können. Das ist eine sehr große Änderung. Weil momentan, für Leute, die High-Watermark nicht kennen, ab 60 fängt man an, Gear zu bekommen, das 500 Gearscore hat. Aus Kisten und von random Gegnern. Und theoretisch auch von Innis und anderen Quellen, aber das sind so die Hauptsachen. Und dann findet man halt einen Gegenstand, der einen Helmslot vielleicht, und dann findet man einen mit 503. Dann hat man ab sofort einen High Watermark für den Helmslot, explizit nur für den Helmslot von 503. Und kann dann in Zukunft 503 finden oder einen Ticken höher. Und so haben halt alle Rüstungen ein High Watermark, jede einzelne Waffe ein High Watermark und jeder Schmuckgegenstand einen eigenen High Watermark. Und gerade die Schmuckgegenstände sind schwer zu toppen. Wenn jetzt im PvP durch stinknormale Kills so ein kleines Säckchen auf dem Boden liegt und dadurch wird das Watermark erhöht, macht es viel mehr Sinn, Open World PvP zu machen. Also ja, sehr massive Änderung, aber da steht mittelfristig. Also das hier oben kann ich mir vorstellen, ist so in ein, zwei Patchen vielleicht drin. Das wird wohl noch ein bisschen länger dauern. Längerfristig, also noch weiter runter, erwarten wir eine neue Open-World-Aktivität, an der gemeldete Spieler teilnehmen können, von der wir hoffen, dass sie einige kleinere Engagements in Aeternum anspornt und belohnt. Also das ist eine ganz neue Gameplay-Mechanik, die sie schon in der Pipe haben. Also irgendwas anderes erobern und halten oder irgendein anderes Minigame, was sie geplant haben. Das dauert aber wohl noch. Wir wissen, dass es neben Belohnungen auch einige Gameplay-Probleme bei Open World PvP gibt. Derzeit ist es schwer zu sagen, ob Spieler in ihrer Fraktion markiert, so, das meinen Sie, ob Spieler in ihrer Fraktion markiert sind oder nicht. Ja, das stimmt. Man denkt sich das dann einfach, der ist wahrscheinlich geflaggt und zählt dann im Kopf die 30 Sekunden mit und dann guckt man, ob der rot wird oder nicht. Das ist schon ein bisschen unpraktisch. Dies kann es schwierig machen, zu wissen, ob sie Unterstützung haben oder nicht und um zu beurteilen, ob sie sich engagieren sollten oder nicht. Wir sind uns dieses Problems bewusst und arbeiten an einer Lösung. Einfach ein anderes Icon. Wir wissen auch, dass Kampftaktiken schwierig sein können, da die Grafik für alle Zauber- und Wirkungsbereiche gleich sind. Oh ja. Also gerade Heilkreise. Ich weiß nicht, wie oft ich in einem Heilkreis stand und dann mich gewundert habe, warum keine Heilung kam. Nur um dann einen Feind reinrushen zu sehen. Ja, andersfarbige Heilkreise sehr, sehr gerne. Also, Wirkungsbereich gleich ist, sodass es schwierig ist zu wissen, ob ein Zauber von einem Verbündeten oder einem Feind stammt. Leider ist dies keine triviale Lösung, sondern erfordert ein umfangreiches Code-Update und zahlreiche Asset-Änderungen. Wir sind uns zwar einig, dass dies ein Problem ist, das jedoch erhebliche Arbeit und Untersuchung erfordert und nicht bald gelöst wird. Ah, okay, schade. Aber es ist gut, dass sie es wenigstens eingestehen. Muss man halt sich Gedanken machen, ob es denn, ne, Sinn macht, dass der Heilkreis da liegt oder da und dann, ja. Krieg. Wie oben erwähnt, haben die Verzögerung, also die Lag und die Exploits im Krieg die Erfahrung beeinträchtigt. Mit dem Patch, der diese Woche veröffentlicht wird, sollten die meisten der wichtigen Probleme behoben sein. Also jetzt ist gerade 2.11.21, Viertel vor 12. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten paar Stunden die Server down gehen, weil sie jetzt in Europa nachts die Patche machen. Und da sollte das jetzt mit drin sein. Es gab einige Beschwerden, dass Krieg zu oft passiert. Ja, es ist schon ziemlich häufig. Also wir haben heute einen Krieg gewonnen und dann gleich zwei neue Kriege angefangen. Und natürlich sind die anderen Fraktionen auch nicht ruhig und haben währenddessen auch was gemacht. Also es ist eigentlich jeden Tag sind ein bis zwei Kriege, was schon
ein bisschen schlaucht. Gerade wenn man halt organisieren muss, weil das ist ziemlich anstrengend, so viele Leute unter einen Hut zu bekommen und zu gucken, wer welche Klasse ist und all solche Dinge. Zwischen den Kriegen gibt es eine Abklingzeit von 24 Stunden. Und mit den Kriegsfenstern bedeutet dies, dass Kriege höchstens alle 2 Tage pro Territorium stattfinden. Es sind aber sehr viele Territorien. Spieler können dies auch durch das Einflussrennen verzögern, das jetzt viel praktikabler ist, da wir ein Problem mit dem eskalierenden Einfluss behoben haben. Jein. Also, es gab vor den Bug, dass halt einzelne Personen einfach ihre PvP-Missionen gelaufen sind, ein paar Mal am Tag, und dann plötzlich dadurch ein Gebiet geflippt haben, weil was buggy war. Das war bei uns auch ein Problem. Da hatten wir irgendwann einfach keinen Bock mehr, PvP-Missionen zu laufen, weil wir zu 10 halt nicht gegen ein, zwei Leute gegangen gekommen sind. Wurde gefixt, ist jetzt alles viel besser. Aber das kann ich so nicht unterschreiben. Wenn jemand ein Gebiet haben will, dann nimmt er sich 50, 60 Mann, so wie wir das heute gemacht haben, und läuft eine halbe Stunde im Kreis. Und dann hat er das. Und das geschieht teilweise so schnell, dass die andere Fraktion das gar nicht mitbekommt. Also da wirklich aktiv gegen anarbeiten kann man zwar, aber das ist dann nur, wenn das Leute sind, die die Marken einfach nur farmen. Wenn nicht, wenn es ein gezielter Flip-Versuch ist. Sie müssten es eigentlich noch weiter erhöhen, dass man nicht innerhalb von 2 Stunden, selbst wenn 100 Leute laufen, das flippen kann, sondern dass es ein langfristiges Tauziehen ist, wer jeden Abend genug Leute motivieren kann und so weiter. Das fände ich persönlich besser. Insgesamt halten wir einen Krieg alle 2 Tage für eine gute Kadenz. Nein. Aber bitte lasst uns weiterhin deine Meinung wissen, weil es sind ja nicht alle 2 Tage ein Krieg. Es ist ja alle 2 Tage in einem Gebiet kann Krieg sein. Es sind aber viele Gebiete, also hast du jeden Tag 3 Kriege oder 4. Wir sehen Kriegsmüdigkeit von Fraktionen, da eine Gruppe von Spielern in jeden Krieg treiben, obwohl wir diese Zusammenarbeit lieben. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also ja, Kriegsmüdigkeit ist da. Und man fühlt sich auch genötigt, in jedem Krieg mitzumachen, weil sie halt so profitabel sind. Ne? Also es gibt gut Gold, es gibt gut Azos, es macht Schweinespaß, und es gibt halt auch Watermark-Loot. Wobei da ist jetzt Outpost Rush inzwischen schon effektiver, würde ich glatt sagen. Wir überprüfen auch weiterhin die Balance innerhalb von Kriegen. Verteidiger gewinnen häufiger als Angreifer. Was wir wollen, derzeit gewinnen Verteidiger etwa 80% von Kriegen. Wir möchten verteidigende Unternehmen belohnen, da ihre Reihen aufbauen, die ihre Reihen aufbauen und ihre Festung verbessern. Aber wir werden das Gleichgewicht im Auge behalten, während wir die großen Heldentaten lösen und sicherstellen, dass beide Seiten eine Kampfchance haben. Würde ich so nicht behaupten. Also gerade jetzt durch die Meta mit dem Hammer und Void Armor oder halt Fraktionsarmor, weil Resilience buggy ist, kann man schon ganz schön durchrushen. Also ich habe auch schon Kriege gesehen, die nach 3 Minuten vorbei waren. Einfach nur, weil der Trupp, der angegriffen hat, halt so tanky und so viele Heiler hat, dass sie auf jeden Punkt einfach raufgelaufen sind. Naja, okay. Wir wissen, dass die Kommunikation und Koordination im Krieg derzeit nicht optimal ist. Es ist schwer zu sagen, welche Rollen die Kriegsteilnehmer gewählt haben. Oh ja, bitte irgendwelche DD-Tags, Heil-Tags, Tank-Tags, das wäre so geil. Was die Koordination erschwert. Wir werden damit beginnen, Möglichkeiten zu untersuchen. Wow. Das ist wie in der Politik. Wir setzen uns jetzt zusammen, um einen Termin zu finden, an dem wir uns zusammensetzen können, um das Problem vielleicht anzugehen. Das klingt übel. Wir werden damit beginnen, Möglichkeiten zu untersuchen, um diese Probleme anzugehen, haben aber in naher Zukunft nichts geplant. Ja, okay. Gebietskontrolle. Insgesamt sehen wir, wie Territorien mit annehmbarer Regelmäßigkeit den Besitzer wechseln. Wie oben erwähnt, wollen wir den Verteidiger begünstigen. Und sehen auf den meisten Servern eine gute Verteilung zwischen den Fraktionen. Das ist eine sehr gewagte These. Also, ich weiß nicht, ob die Server halt eher auffallen, wo es nicht so ist. Aber ich habe schon mehrere Server gesehen, die fast komplett nur eine Farbe sind. Oder halt komplett zwei. Das ist jetzt nicht so balanciert. Aber vielleicht fallen die halt auch nur auf, weil es sind ja echt viele Server, ne? Das sind 300 oder was Server, die es inzwischen gibt. Wir haben 2 Systeme, die beim Fraktionsausgleich helfen. Wir erlauben Spielern, Fraktionen zu wechseln, aber nicht in die dominierende Fraktion. Ja, das ist gut. Wir erhöhen auch den Einfluss, den Underdog-Fraktionen für PvP-Fraktionsmissionen erhalten. Ja, das kann ich bestätigen. Also wir sind jetzt gerade Underdog. Als wir Lichtholz gelaufen sind, gab es einen merkbaren Bonus und auch bei uns zu Hause in Ebenmaß, um Ebenmaß zu halten, brauchen wir nicht mehr so viele PvP-Missionen am Tag. Die ihr übrigens machen solltet, also nicht nur um eure Fraktion zu unterstützen, eure Kompanie zu unterstützen und so weiter,
sondern auch, weil es einmal am Tag einen zehnfachen Goldbonus gibt für die Missionen. Und PvP-Missionen geben halt nochmal doppelt so viel wie normale Missionen. Das heißt, einmal am Tag solltet ihr mindestens ein Dreier-Set PvP-Missionen machen, um mal eben so 600 Gold abzustauben. Und halt auch noch Marken. Also gerade wenn man bei uns zum Beispiel läuft in Ebenmaß, kriegt ihr 4800 Marken für einen Dreiersatz, den man in 12 Minuten oder was ablaufen kann, wenn man die Strecke kennt. Also ja, lohnt sich auf jeden Fall. Um ihnen eine bessere Chance zu geben, das Recht zu erlangen, den Krieg zu erklären. Was? Achso, Unlock. Ja, genau. Wir können schneller flippen und zurückflippen. Wir müssen möglicherweise mehr tun. Ich würde halt echt die Zeit auseinanderziehen, weil das geht viel zu schnell, ein Gebiet zu flippen, wenn denn Leute das wirklich wollen. Meistens wollen sie es halt nicht direkt, weil ein Gebiet nicht genug Gold bringt oder sie den Drama nicht gerade wollen oder was auch immer. Aber wenn jemand das will, dann geht das super schnell. Wir müssen möglicherweise mehr tun. Jo. Wir beobachten die Fraktionsbalance auf allen Servern und wenn es zu einem allgemeinen Problem wird, haben wir ein paar Ideen, um es auf interessante Weise zu lösen. Thunderdome oder was? Okay, ja, gut, das ist vage. Wir sind uns auch bewusst, dass einige Territorien, ich sehe dich, Everfall, immer Fall, genau, eine Menge Steuereinnahmen generieren. Ja, no shit. Es ist bei uns fast 1 Million oder was inzwischen. Während andere Städte viel schwieriger zu unterstützen und zu verbessern sind. Ja, also wir buttern nur rein. Ernsthaft. Also jede Stadt buttert fast nur rein. Gerade weil die Invasionen jetzt alle durchkommen, immer noch alle durchkommen und dann regelmäßig halt je nachdem, wie weit die Stadt ausgebaut ist, drei, vier oder fünf Sachen weghauen, die dann nochmal 10.000 Gold kosten beim Aufbauen. Ja. Es gibt eine baldige Änderung, das klingt gut, ein, zwei Patche, die dazu beitragen wird, ein Hauptsteuer Einkommensstrom auf jedes Gebiet zu verteilen. Oh, ich krieg Gold in unser Gebiet. Wir möchten die Auswirkungen dieser Änderung überprüfen, bevor wir weitere Änderungen vornehmen. Aber es gibt einige andere Änderungen, die wir mittelfristig vornehmen könnten, wenn dies nicht ausreicht. Da brauche ich viel mehr Informationen. Es gibt eine baldige Änderung, die dazu beitragen wird, einen Hauptsteuereinkommensstrom auf jedes Gebiet zu verteilen. Also wirklich jedes oder auf das Gebiet, was Immerfall gerade hat. Jedes Gebiet wäre echt gut. Ja. Ja, okay, bin ich gespannt. Weil momentan ist es halt tödlich, was die Wirtschaft angeht. Weil Immerfall macht am meisten Geld. Und selbst mit fast allen ausgebauten Sachen verbraucht es nicht mal ansatzweise so viel Gold, wie es reinbekommt. Und dadurch, dass es so viel Gold hat, kann es halt mehr von den Stationen aufbauen. Also Schmiede Stufe 5, Loom Stufe 5 und. Und dadurch ist es wieder interessanter, alles da zu craften. Und dadurch kriegen sie dann mehr Steuereinnahmen. Und ja, also. Man braucht eigentlich keine andere Stadt mehr. Zumal Immerfall halt auch die größten Häuser hat, wo man die 4 Kisten reinbappen kann und dann ne, alles da lagern kann. Noch eine gute letzte Nachricht für alle Terrier-Flipper da draußen. Was? Ich glaube, da hat jetzt Google Translate gefailt. Es werden bald einige neue PvP-Missionstypen ins Spiel kommen. Oh, das ist interessant, okay. Diese Änderungen dienen zwei Zwecken. Sie bringen etwas Abwechslung in die PvP-Missionen und helfen dabei, die PvP-Aktionen auf mehrere Orte zu verteilen, um einige der großen PvP-Zergs, die wir sehen, zu verteilen. Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesen Änderungen mit, wenn Sie bald live gehen, also ein, zwei Patches. Vielen Dank fürs Lesen. Bitte zögern Sie nicht, weitere Fragen, Bedenken zu posten, die Sie haben könnten, und ich werde versuchen, die wichtigsten Probleme in ein paar Tagen oder einer Woche in einem Follow-up anzugehen. Setz. Jo, danke, Setz. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich denke, Sie werden es so machen, dass. Also, momentan sind PvP-Missionen fix. Das heißt, du gehst in ein Gebiet, du weißt, für deine Fraktion musst du zu Punkt A etwas aufsammeln. Musst dann zu Punkt B gehen, das Aufgesammelte da abgeben. Du musst unterwegs irgendeine Ressource einsammeln oder einen Gegner töten. Und du musst unterwegs ein Gebiet halten. Aber meistens läufst du so viel durch das Gebiet E, von A nach B und das andere, dass du diesen Timer dabei erfüllst oder du musst nur ein paar Sekunden irgendwo rumstehen. Und dann geht es wieder nach Hause. Und es ist jedes Mal dieselbe Route. So wie ich das da verstehe, gibt es irgendwann random Missionen. Das heißt, die Hälfte der Leute läuft dann die alte Strecke zum Beispiel und eine andere Hälfte läuft die andere Strecke. So gibt es dann halt zwei Pulks, die durch die Gegend laufen. Oh, das heißt, da müsste sich nach jedem Zyklus dann neu orientieren, wer wohin geht und so weiter. Stelle ich mir frickelig vor, aber man hat wenigstens ein bisschen Abwechslung.
Und wer PvP läuft, sollte eben Discord sein, also macht das als Absprache eigentlich ganz okay. Ja, also das tue ich als was Positives an. Nö, guti. Dann hoffe ich, euch hat dieser kleine Devlog hier gefallen und ihr hattet Spaß an dem Google Translate. Und wir sehen uns bei meinen anderen Videos. Bye bye.